Die Sims gibt es jetzt bereits seit 23 Jahren und die Lebenssimulation hatte bis jetzt nie ernsthafte Konkurrenz. Genau das könnte sich aber jetzt ändern. Alles zum neuen Spiel von den Machern von Cities Skylines jetzt. Ich glaube, viele von euch sehen es ähnlich wie ich. Unsere Beziehung zu den Sims ist eine einzige Hassliebe. Wenn eine neue Erweiterung oder ein großes Update erscheint, sind wir Feuer und Flamme und freuen uns über die Sims 4. Mindestens genauso oft kommt es aber vor, dass die Entwickler fragwürdige Gameplay-Entscheidungen treffen, die uns den Spielspaß verderben oder neue Packs viel zu wenig Inhalte bieten. Aber selbst wenn wir die Schnauze voll von EA haben, gibt es keine wirklichen vergleichbaren Spiele zu den Sims auf dem Markt. Das ist wohl auch Paradox aufgefallen, die überraschend am Montag im Rahmen eines größeren Livestreams unter anderem eine neue Lebenssimulation vorgestellt haben, Life by You. Die Parallelen zu den Sims sind schon im ersten Teaser zum Spiel offensichtlich, den ihr auch im Hintergrund seht. Bereits das erste Video zeigt ganz grob ein paar Elemente des Spiels. Wie bei den Sims wird es einen Editor für das heimische Haus geben. Und auch die Spielfiguren sind hier bereits zu sehen. Wie diese wohl heißen werden? Schreibt doch mal einen verrückten Namen für die Life by You Sims in die Kommentare, den lustigsten pinne ich an. Bis jetzt wissen wir so gut wie nichts über den neuen Titel. Im Teaser wurden Autos, Busse und eine Figur, die Yoga macht, gezeigt. Über diese Features würde ich mir aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Gedanken machen. Bevor wir das nämlich wissen, ist es erstmal wichtiger herauszufinden, ob das Spiel überhaupt vom Gameplay überzeugen kann. Was wir aber bereits jetzt wissen, ist umso erfreulicher. Der ehemalige Chef für The Sims 2, Rod Humble, ist ebenfalls mit in dieses Projekt eingebunden. Dieser war auch in The Sims 2 als Sim im Spiel und hat euch einen kostenlosen Computer angedreht. Am 20. März wird es wohl ein weiteres Event geben, in dem das neue Spiel detaillierter vorgestellt wird. Ich bin vom ersten Teaser echt angetan und denke, dass dieses Spiel etwas werden könnte. Hier sitzen keine absoluten Neulinge am Werk, sondern Entwickler, die bereits Cities Skylines veröffentlicht haben. Falls ihr euch noch erinnert, wurde von EA im Jahr 2013 SimCity veröffentlicht, das leider wegen dem unspielbaren Online-Modus und durchwachsenen Gameplay katastrophal gefloppt ist. Kurz darauf hat Paradox Cities Skylines veröffentlicht, welches selbst von eingefleischten SimCity-Fans als deutlich besseres Sandbox-Aufbauspiel anerkannt wurde. Jetzt scheint das Team aus Stockholm ebenfalls der Sims-Reihe den Kampf ansagen zu wollen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was hier auf uns zukommt. Und selbst wenn euch das Spiel bisher nicht interessiert, hat es für alle Sims-Spieler etwas Gutes. Die Entwickler bekommen endlich größere Konkurrenz, wodurch EA noch mehr abliefern muss, falls Life by You viele Spieler zum Wechseln überzeugen sollte. Der Spielepublisher mit dem wohl prestigeträchtigsten Ruf will schließlich kein Geld verlieren. Wie fällt euer erster Eindruck zum Spiel von Paradox aus? Behaltet ihr das Spiel im Hinterkopf oder interessiert euch nur die Sims? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.